Italienerdörfli. Vor mehr als 100 Jahren hat der Landrat das Klüntel am Dagmar Gloris zugeteilt. Und das hat den Nitzschler so ertäubelt, dass sie seither klönen, man hätte das Klüntel präzise gestohlen. Nur gerade ein paar Jahre später hat ein Ingenieur aus Lugano für das Klüntel einen Staudamm gezeichnet, um einen Haufen Strom zu produzieren. Zwar hat hier im Glarnerland noch fast niemand überhaupt einen Anschluss gehabt. Trotzdem ist Elektrizität natürlich die Zukunft gewesen. Also hat er einen 270 Meter langen Damm geplant, um den Klüntlersee mit dem Wasser von der Rossmatter und der reiche Sauerklöhe aufzustauen. Das Wasser hat er in einer Stollenwelle bis führen zu einem Wasserschloss oberhalb von Nitzschler in der gleichen Wikiswand führen. Und von dort hat man es dann 300 Meter Fadengrad runterschiessen lassen, dass es die Unde in der Zentrale am Lönsch eine Turbine antreiben konnte. Es hat nur einen Haken an dieser goldenen Stromzukunft gehabt. Man hat keine Arbeiter gefunden. Der Glarner und Riedener haben ihr lieber verboten, am neuen Stollen zu arbeiten. Das sei viel zu gefährlich. Und die Nitzschler haben gesagt, geht uns nichts an, wie sie immer noch an Gallen waren, dass man ihnen hier das Klüntel gestohlen habe. Und nicht einmal die Neveler, die sich sonst für nichts schade waren, konnten sie für die Arbeit gewinnen, weil sie die am Punkt eine Öre getroffen haben, dass man nicht den Schrei Obersee für den Strom genommen hat. Aber am Ingenieur war das alles eins gewesen. Er hat sich nicht von seinem Plan abbringen lassen, weil er gewusst hat, dass man den klaren Strom schon bald in allen Fabriken, in allen Haushalten und auch noch für die Eisenbahn braucht. Wir bauen den Damm, hat der Tesner, und wir graben uns durch den Berg, punktum. Und gleich darüber runter haben jeden Tag einen Haufen Männer beim Radonnenberg Lehm geschaufelt und Steine für den Damm aufeinander biegen. Beim vorderen Rohstuhlkopf haben sie angefangen, mit Sprengstoff ein Tunnel in Berg zu sprengen, dass man es vom Mullis bis auf Mittlödi hat können klopfen. Im Tal war man ratlos. Wer kennt denn all die Arbeiter? Nitzschler haben den starken Leutziger geschickt, um zu schauen, was da los sei. Und der hat mit seinem Bericht Licht ins Dunkle gebracht. Die Männer kommen aus Italien und wohnen im Unterwäldli, hoch über der Klüntelerstrasse, in einem Barackendorf an der steilen Bergplatte. Von dort aus graben sie sich beidseitige Berge. Von hier an hat man vom Italienerdörfli geredet. Mit dem Damm und dem Stollen ist es zackig fürschig gegangen. Schon bald hat man das Elektrizitätswerk in Betrieb nicht. Und der Klüntlersee ist zu einer landesweiten Attraktion geworden. Und ein Haufen Leute im Glarnerland haben mit dem Tourismus den Lohn aufbessern. Die Glarner haben sie ins Füßchen gelachen, ein vergoldetes Geschenk. Und sie haben sich dafür nicht einmal die Hände dreckig machen. In all dieser Freude war das Italienerdörfli schon bald vergessen gewesen. Und heute erinnert sich niemand mehr an die Italiener, die dann einmal am Stollen gearbeitet haben. Und an den steilen Franken stehen nur noch ein paar Reste, Bruchsteinmauern, die mit Moos gedeckt sind und von den damaligen Arbeiten für einen Fortschritt zeugen. Aber an den Glarner ist die Freude an ihrem Geschenk mit den Jahren vergällt worden. Immer mehr Auswertung sind ins Klüntel gekommen, an den Kraftort. Sie haben die Strasse versperrt, sind mit dem Badtüchli einen nach dem anderen am Ufer gehockt und haben ihre Güter überall rumliegen lassen. Und weil sich Glarner und Nitzschler und Riedener ruheis geblieben sind, wie man das Problem könnte lösen, haben sie Kritz miteinander bekommen und müssen gleich ihr Juwel mit tausend Schamauchen teilen. Die Sage erzählt von Friedi Böhler.